Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Wie in jeder Klimbim-Sendung sagen wir Ihnen an dieser Stelle guten Abend. Und wie in jeder Klimbim-Sendung ärgern wir uns, dass wir an dieser Stelle immer guten Abend sagen. Und das nicht, weil wir Ihnen nicht guten Abend sagen wollen, im Gegenteil. Sondern weil in jeder Sendung des Fernsehens an dieser Stelle immer guten Abend gesagt wird. Da wir uns aber riesig freuen, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben und heute Abend zu uns ins Studio gekommen sind, wünschen wir Ihnen heute Abend, wie in jeder Klimbim-Sendung, einen recht schönen... Na, was wohl? Guten Abend. Unser Leben, Gewinn macht montags zu. Gewinn schmeckt nach Vanille und schmeckt nach Gewinn ist unser Leben und ist es mal nicht wahr. Dann mach ich mir nen Schlitz ins Kleid und find es wunderbar. Guten Tag. Guten Tag. Womit kann ich dienen, mein Herr? Ach, da sind Sie. Ich hätte gern ein Pony. Es tut mir sehr leid, mein Herr, aber Ponys führen wir nicht. Sie sollen es nicht führen, Sie sollen es mir verkaufen. Bedauern Sie, aber wir verkaufen keine Ponys. Na, dann schenken Sie mir eins. Entschuldigung, wir haben keine Ponys. Ach, sind Sie Ihnen ausgegangen? Sie hätten sie besser einsperren sollen. Ponys muss man einsperren, sonst gehen sie leicht aus. Und wenn sie einmal ausgegangen sind, dann kommen sie nie wieder zurück. Meine Frau sagt auch immer zu mir, du altes Pony, sagt sie zu mir, wenn du einmal ausgehst, kommst du nie wieder zurück. Aber ich komme immer wieder zurück, weil ich ja kein Pony bin. Das will ich ja von Ihnen haben, bitte sehr. Es tut mir sehr leid, mein Herr, aber wir sind hier kein Ponygeschäft. Wir sind eine Buchhandlung. Na und? Trotzdem können Sie doch einen Pony haben oder zwei. Ich kriege in einem Milchgeschäft ja auch Butter und muss nicht extra in ein Buttergeschäft gehen. Also was ist mit dem Pony, bitte? Aber mein Herr, ich habe Ihnen doch schon 100-mal gesagt, dass wir hier keine Ponys haben. Nein, nein, das stimmt nicht. Sie haben es höchstens 5-mal gesagt. Und dann sage ich es Ihnen zum 6. Mal, wir haben keine Ponys. Ja, dann kaufen Sie sich welche. Aber ich rate Ihnen, nicht in diesem Geschäft hier. Da kriegen Sie bloß Schwierigkeiten. Donnerwetter nochmal, ich brauche kein Pony. Ah, Sie brauchen kein Pony. Dann haben Sie sicher schon eins. Ich wusste, Sie wollten sich nur einen Scherz mit mir erlauben. Ich habe kein Pony. Schreien Sie doch nicht so. Geben Sie mir mein Pony und alles ist in Ordnung. Aber ich kann Ihnen doch kein Pony geben, wenn ich keins habe. Das ist aber kein Renommee für Ihren Laden. Ich gehe doch glatt vor die Tür und sage allen Leuten, dass Sie keine Ponys verkaufen. Da verlieren Sie doch Ihre ganze Kundschaft. Aber es kann doch niemand von mir verlangen, dass ich Ponys verkaufe. Das meinen Sie, aber sehen Sie mal, die ganze Zeit, während ich hier im Laden bin, ist nicht ein Kunde gekommen. Was meinen Sie, was hier los wäre, wenn Sie Ponys verkaufen würden? Aber man kann sich doch auch woanders ein Pony kaufen. Ja, ja, richtig. Aber sehen Sie mal, wie sich einer freut, wenn er etwas bekommt, was er gar nicht haben will, ja? Ein Kunde will die Gesamtausgabe von Shakespeare und Sie drehen ihm ein Pony an. Na, da freut sich doch ein Loch im Bauch und dann die Genugtuung auf Ihrer Seite. Ja, das mag ja alles stimmen. Also was ist, kriege ich jetzt ein Pony? Oder kriege ich keins? Ja, ja, mein Herr, ich würde dir ja so gerne eins verkaufen. Ja, dann verkaufen Sie mir eins. Aber ich weiß doch nicht, wo ich es hernehmen soll. Sie wissen nicht, wo Sie es hernehmen sollen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Was, wirklich? Ja, ich habe zufällig 4 Ponys vor der Tür. Ich wollte mir bei Ihnen einfach das 5. kaufen. Aber jetzt, wo Sie sagen, dass Sie selber welche brauchen, da gebe ich Ihnen meine. Ich komme schon mal wieder an welche. Abgemacht? Ja, aber... Was heißt aber? Ich will Ihnen doch nur helfen. Sagen wir 500 Mark das Stück. Ja? So billig kommen Sie nie wieder an 4 Ponys. Bis gleich. Sind Ihre Ponys. Mach 2000 Mark. 1, 2. Ja, vielen Dank. Wiedersehen. Wiedersehen. Und viel Spaß. Danke vielmals. Sag mal, Mathilde, was wollen denn die Ponys hier? Bücher, Ewald, Bücher. Was hätten Sie denn gerne? Sachbücher, Märchen oder Klassiker?
Sag mal, Ingrid, wo ist eigentlich dein schöner neuer Sportwagen? Den habe ich heute Morgen gar nicht auf dem Parkplatz gesehen. Ach, frag mich nicht. Der ist in der Werkstatt. Ich hatte einen kleinen Unfall. Das tut mir aber leid. Wie ist denn das passiert? Ach, es fing in der Kurve auf der Friedrichstraße an. Die nahm ich eigentlich ganz glatt, kam dann aber von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun, rammte drei Autos und wie ich dann hinten aus dem Lebensmittelgeschäft rausraste, überfuhr ich noch ein paar Mülltonnen und prallte gegen einen Baum. Um Gottes Willen, und dann? Ja, dann habe ich die Gewalt über den Wagen verloren. Die Eier sind schon wieder knochenhart, verdammt nochmal! Also nach so vielen Folgen können sie ja nicht mehr weich sein. Voller Eierkorb! Na, wie habt ihr denn geschlafen? Fantastisch! Und so süß geträumt von dir. So? Und wer ist dann Lucinda? Lucinda? Wer ist denn Lucinda? Das ist die Dame, zu der du heute Nacht im Traum gesagt hast, Lucinda, meine Frau, versteht mich nicht. Also ich murmel nachts keine Männernamen. Männernamen nicht, aber dafür murmelst du von FC Bayern, von einem kompletten Männergesangsverein und neulich sogar von den Hoch- und Deutschmeistern. Oh, vom FC Bayern, ja. Aber von den Hoch- und Deutschmeistern nun wirklich nicht. Verdammte Scheiße! Hier lügt der einer den anderen an, dass die Milch sauber wird. Stimmt! Kann man sich denn nicht mal die Wahrheit sagen? Aber mein liebes Kind, willst du denn, dass ich unsere glückliche Familie in alle Winde zerstreue? Gabi hat ganz recht, hier wird zu viel gelogen. Darum möchte ich vorschlagen, dass wir uns heute mal nur die Wahrheit sagen. Wir versprechen, dass in diesen Räumen bis heute Abend nur die Wahrheit gesagt wird und nichts als die Wahrheit. Wir versprechen es. Falscher Text. Ach so. Und wer kommt jetzt dran? Ja, ich natürlich. Also. Der Kaffee schmeckt mal wieder nach Spülwasser. Das sagst du jeden Tag, Opa. Aber heute kann ich dich beruhigen. Es ist Spülwasser. Seit 30 Jahren säufst du Schmarotzer uns das Spülwasser weg. Jetzt will ich dir mal was sagen, mein Sohn. Ich bin gar nicht dein Vater. Das bringt mir einen Stein vom Herzen. Das ist ein lustiges Spiel. Das ist der Briefträger. Gelogen, es ist dein Liebhaber. Und die lügt nicht, der Briefträger ist nämlich ihr Liebhaber. Ja. Was, noch mal, warum gehst du denn hier raus und öffnest? Wieso ich? Geh du, Opa. Ja. Immer ich, alter Mann, mit meinem Rheuma. Opa, die Wahrheit. Na, ich geh ja schon ohne Rheuma. Hoffentlich ist das nicht heute wieder ausgerechnet der Gerichtsvollzieher. Wieso müssen wir den anderen auch die Wahrheit sagen? Ja. Klar, wir haben doch gesagt, es gilt in diesen Räumen und den ganzen Tag. Die Ziege hier behauptet, sie wäre mit euch verwandt. Wieso? Wer ist denn diese Schreckschraube? Oh, hallo, ihr lieben Kinderchen, wie geht es euch? Ich bin Tante Marilyn aus Amerika. Frau Schreckglasnach, herzlich willkommen, liebe Tante Marilyn. Wie geht es dir, liebe Tante Marilyn? Oh, yes, spät ist hier. Wer um Gottes Willen ist denn diese liebe Tante Marilyn? Eine entfernte Schwester meiner zweiten Mutter. Sie lebt in Amerika und ist steinreich. Seid nett zu ihr. Und das heute mit der Wahrheit. Oh, du bist sicher, meine liebe Kitty Jolanda. Wie geht es dir? Und das ist sicher dein lieber Mann. Wie geht es dir? Oh, und das ist sicher. Wie geht es dir? Oh, das ist aber süß, dass du mir ein Mädchen siehst. Wie heißt du denn, mein Kleines? Gabriele! Oh, ganz entzückend, die liebe kleine Adelheid. Ein Glück, die Alte scheint fast taub zu sein. Und wer ist denn das? Oh, egal, wie geht es dir? Oh, das erinnert mich aber sehr an meine Jugend. Schmeckt dir noch sehr ordentlich. Für deine vielen Dienstjahre hast du ja noch ganz schön Dampf drauf abgetackelt, Fregatte. Komm, kriegst einen Kaffee. Ich dachte, ihr würdet mich am Zug abholen. Ich hab doch geschrieben, dass ich komme. Verzeihung, Tante, aber ich hab den Brief verlegt und es ganz vergessen. Das kommt nur davon, dass deine liebe Nichte es mit dem Briefträger treibt. Oh ja, wo nur der Briefträger bleibt. Treibt, nicht bleibt. Aber liebes Tantchen, erzähl doch mal, was dich hierher führt. Ja, meine lieben Kinderchen, ich bin nun bald 80. Und vor 70 Jahren, als ich im zarten Mädchenalter von 25 war, hat mich hier ein Kerl entehrt und sitzen gelassen. So ein Schwein! Ja, und diesen Kerl suche ich jetzt. Da helfe ich dir, mit dem rechnen wir aber ab. Oh yes, abrechnen, that's it. Ich habe ihm alles verziehen, denn nur weil er mich hat sitzen lassen, bin ich vor 70 Jahren nach Amerika gegangen. Und alles, was ich geworden bin, verdanke ich ihm. Und das will ich ihm jetzt heimzahlen. Richtig. Oh, hoffentlich finde ich ihn. Er soll mein ganzes Geld erben. Ja. So, und jetzt will ich mich ein wenig hinlegen. In Opas Zimmer. Warum in mein Zimmer? Richtig.
dich, mein Kind. Führ die Tante in Opas Zimmer. Ja. Komm, Tante, ich zeig dir. Ja, sagt sie, der Kerl, der sich sitzen lassen, erbt ihr ganzes Geld. Ich hoffe, du weißt, was du zu tun hast. Wieso, was habe ich denn zu tun? Besagter Kerl, der Tante Merlin vor 70 Jahren hat sitzen lassen, warst du. Das war ich nicht. Die Damen, die ich sitzen lasse, gehen ins Wasser und nicht nach Amerika. Natürlich warst du es nicht, Opa. Aber du sollst so tun, als ob du es gewesen wärst. Dann erbst du doch ihr ganzes Vermögen. Scheiße, und ich habe versprochen, heute nur die Wahrheit zu sagen. Die Tante zieht sich gerade aus. Sie zieht sich... So eine verdammte Scheiße mit diesem blöden Wahrheitsspiel. So eine verdammte Scheiße. War ich's oder war ich's nicht? Das ist hier die Frage. Oh, nicht so stürmisch, Herr Leutnant. Hauptmann, Hilfste, leichte Kavallerie. Wir reiten immer schneller Attacken. Toi, toi, toi. Die Schlacht ist halb gewonnen. Ich war's tatsächlich. Die Wahrheit, Opa, die Wahrheit. Ich erinnere mich genau. Sie war damals nämlich noch nicht die Tante Merlin aus Amerika, sondern das Funkenmariechen aus Köln-Nippes. Das Muttermal auf stolzgeschwellter Brust ist unverkennbar. Ich hab's ihr im Burenkrieg hineingebissen. Gute Nacht, Kameraden. Ihr habt jetzt Urlaub bis zum Wecken. Zack, zack. Was soll ich? Der geht nochmal Romeo dran. Julia hat den Merlin. Julia ist Romeo oder den Merlin? Romeo ist Alpha und dann machst du ein kleiner Zöger und singst nochmal Romeo. Also Alpha Romeo, verstehst? Schaff ich nicht. Julias Romeo hatte mehr PS als Romeos Alpha Romeo. Monika, bist du sicher, dass wir diesen Monat alle Rechnungen bekommen haben? Aber natürlich, die sind alle da. Wieso denn? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es fehlt eine. Wer wird schon vergessen, uns eine Rechnung zu schicken? Die waren im vorigen Monat viel schwerer. Na, mal sehen. Wäscherei, Tankstelle, Miete, Strom, der Optiker. Verdammt nochmal, welche fehlt denn? Keine Ahnung, du wirst schon draufkommen. Ich habe was anderes zu tun. Wenn es bei dir klingelt, dann ruf mich. Halt, Moment. Klingelt? Ruf mich? Ich hab's. Die Telefonrechnung. Also, Monika, wo hast du sie versteckt? Na, wo würdest du denn stecken, wenn du eine Telefonrechnung wärst, hä? Unterm Apparat. Aber kümmere dich nicht drum, ich mach das. Nein, 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 halt, das mache ich schon. Ja, an diesen monatlichen Schock habe ich mich schon gewöhnt. Aber diesmal muss es ja besonders schlimm sein, wenn du sogar die Rechnung versteckst. Sag mal, wieso hängst du eigentlich jetzt nicht an der Strippe? Ich habe dich ja kaum erkannt, als ich nach Hause kam, so ohne Hörer in der Hand. Ich erwarte ein Ärgergespräch aus Paris. Aus Paris? Von wem? Jean-Pierre Cassel? Nein, von Hertha Meyer. Sie ruft mich an, weil sie Heimweh hat. Nein, und woher weißt du denn? Ich habe sie heute früh in ihrem Hotel angerufen, um sie zu fragen, ob sie gut in Paris angekommen ist. Du hast sie von hier in Paris angerufen? Ja. Na Gott sei Dank, dass sie nicht nach Tokio geflogen ist. Aber sie kennt doch niemanden in Paris und jetzt hat sie Heimweh. Sie ruft mich gleich nochmal an. Aber warum mit Ärgergespräch? Kann sie für ihr Heimweh nicht selbst bezahlen? Nein, sie hat solche Schwierigkeiten mit dem französischen Geld. Die haben dort so dusselige Franken. Ja, und du hast so Schwierigkeiten mit dem deutschen Geld. Du denkst, es wächst auf den Bäumen. Ich weiß schon, was jetzt kommt. Du schaust dir die Rechnung an und dann brüllst du wieder wie ein wilder Löwe, bis die Wände wackeln. Nein, 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 nein. Ich bleibe heute ganz ruhig und gelassen. Das Telefon ist nun mal dein Steckenpferd und außerdem handelt es sich ja auch nur um 999 Mark! Bist du wahnsinnig? Wer glaubst du denn, dass ich bin? Rockefeller und Donas ist zusammen? Davon kann ja eine Familie mit 6 Kindern einen Monat lang leben! Himmelssakrament nochmal! 999 Mark! Von hier sieht es wie ein Sechser
166 Mark aus. Natürlich, weil es auf dem Kopf steht. Was soll denn diese dämliche Kopferei? Das sind unsere Nachbarn, die denken, dass du nicht ganz normal bist. Ich ruf gleich mal an und sag ihnen, dass es stimmt, ja? Lass die Finger auf den Schuh. Ich werde uns jetzt ein paar Mark sparen. Ich bin völlig normal, nur meine Frau hat eine Meise. Aber daran habt ihr euch ja schon gewöhnt. Siehst du, schon 20 Pfennig gespart. Ja. Es ist nicht unbedingt nötig, dass wir eine so hohe Telefonrechnung haben. Ja, Liebling. Schau mal, Liebling. Wenn du zum Beispiel die genaue Zeit wissen willst, warum rufst du nicht die Zeitansage an wie andere Leute auch? Warum musst du deine Freundin Katharina in Recklinghausen anrufen? Ach, ihr Männer versteht überhaupt nichts vom Sparen. Erstmal hat die Katharina eine so gute Uhr wie die Zeitansage und sie ist nicht auf Tonband. Und außerdem schlage ich ja gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, denn die Katharina ist ja auch meine Auskunft. Sie weiß nicht nur die Nummern von allen, sondern sie weiß auch alles von allen. Zum Beispiel gestern hat sie mir von den Sauermanns erzählt, die doch so wahnsinnig glücklich verheiratet sein sollen. Das ist ein Witz. Katharina sagt, dass er mit einer kleinen Französin... Ja, hallo? Ein Ärgerspruch aus Paris? Na endlich! Das ist Heimweh, Hertha. Ja, hallo, Hertha, wie geht's denn? Na, irgendetwas muss doch seit heute Morgen passiert sein. Ach, das tut mir leid. Ja, hier gibt's so einiges. Nachdem ich mit dir gesprochen habe, habe ich die Katharina angerufen. Nein, nicht die Katharina Brockmeier. Ich meine die Katharina Freising aus Recklinghausen. Ach, die kennst du gar nicht. Das ist ein sehr liebes Mädchen, das ich beim Skifahren in Tirol kennengelernt habe. Ach so? Ja. Ach, das macht auch nichts aus. Naja, also sie hat mir erzählt, dass die Else und der Friedrich überhaupt nicht verheiratet sind. Seit Monaten leben die beiden quietschvergnügt zusammen und erzählen uns, sie hatten eine Trauung in Bad Harzburg und kein Wort davon ist wahr. Was sagst du dazu, Hertha? 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 Hallo, kein Ton? Schon wieder mal. Ich habe immer solches Pech mit Frankreich. Oh, das tut mir aber leid, Liebling. Und das mitten in einem so wichtigen Gespräch. Das muss Hertha wieder sein. Ja, hallo, hallo? Hören Sie? Aber ich höre das Klingeln eines Telefons. Und man muss kein elektronischer Fachmann sein, um zu wissen, dass ein Telefon nicht klingeln kann, wenn man den Hörer abgenommen hat. Außerdem kommt das Klingeln von da. Och, schau mal, Liebling, was uns der Weihnachtsmann gebracht hat. Also, Anton, jetzt reg dich bitte nicht wieder auf. Ich habe eine völlig vernünftige, normale Erklärung für das Telefon. Da bin ich aber mal gespannt. Du weißt doch, dass du immer gesagt hast, dass ich sparen muss, nicht? Ja. Und dass meine Freunde mich anrufen sollen, anstatt ich sie, ne? Ja. Und da fiel mir ein, dass ich ja immer so viel telefoniere und dann können mich meine Freunde nicht anrufen, weil ja unser Apparat immer besetzt ist, nicht? Ja. Und dann muss ich sie zurückrufen und das kostet Geld. Also habe ich dieses zweite Telefon bestellt, damit ich sparen kann. Ah. Hallo, Elke? Ja, ich kann im Moment nicht sprechen, aber ich rufe dich gleich zurück, ja? Du, das war Elke. Darf ich sie bitte zurückrufen? Monika, Elke wohnt nebenan. Zwei Schritte und du bist in ihrer Wohnung. Warum musst du sie anrufen? Ich kann doch da jetzt nicht drüber gehen. Sie geht immer so früh ins Bett. Ich mach's auch ganz kurz. Es wird kaum was kosten, ja? So. Eine hübsche, lange Leitung hast du, Liebling. Ja, hast du es auch schon gemerkt? Mit der kann ich sogar von der Küche aus telefonieren. Ja, hallo, Elke. Hoffentlich rufe ich dich nicht zu spät zurück. Was wolltest du denn von mir? Ach, unseren Ausflug am Sonntag. Ja, natürlich klappt der. Also bis jetzt habe ich schon 24 erreicht und die anderen versuche ich morgen zu erreichen. Also bis jetzt haben wir die Else und die Ilona, die Helga und die Karin und Franziska versuche ich morgen in Rom zu erreichen. Und wegen Peter habe ich vorhin schon Buenos Aires angemeldet. Buenos Aires! Hallo, Störungsstelle, ich bin unterbrochen worden. Ach, hallo, Elke, da bist du ja. Ja, da bin ich. Guten Abend. Guten Abend und viel Spaß noch. Oh, wo gehst du denn hin? Ins Irrenhaus. Irrenhaus 7851. Ah ja, 785123. Ich ruf dich gleich an, ja? Hilfe! Hallo, Irrenhaus? Thank you.
Oh, Säfte sinnlos walten, da kann sich ja kein Schwips entfalten. Ich war ein wildes Kind, ich fing den Sonnenschein. Ich war vor Sehnsucht krank, wusst nicht warum. Ein blauer Luftballon, der war mein bester Freund. Hab ihn kaputt gedrückt, ich war so dumm. Es ist nie zu spät, nichts ist je vorbei, weil die Welt sich dreht, immer dreht. Und für jeden kommt der Tag, da steht er auf, wo ist er gegangen? Dann fängt das alte Spiel mal wieder ganz von vorne an. Vom ersten Morgengrauen bis zum Sonnenuntergang. Da wandert nur das Licht und ein paar Schatten werden lang. Ja, für jeden kommt der Tag, an dem er noch einmal beginnt. Dann weißt du's endlich besser, oder bist du noch ein Kind? Wie ein welkes Blatt im Wind, so zittert unser Leben nach. Und alle unsere Träume bleiben immer in uns wahr. Er lachte unverschämt und streifte meinen Arm. Da hab ich mich sofort weit weggesetzt. Doch immer hielt er mich mit seinen Augen fest, bis ich die Wimpern schloss. Wo ist er jetzt? Es ist nicht zu spät, nichts ist hier vorbei, weil die Welt sich dreht. Lass uns diese bescheuerte Ansage noch mal probieren. Ist die so bescheuert? Ich finde alle Ansagen bescheuert. Meine Damen und Herren, Zara Leander. Wer tritt auf? Zara Leander. Das merken die Leute doch selber. Ja, aber wenn mal jemand auftritt, den keiner kennt. Na ja und? Das nützt den Leuten doch auch nichts. Wenn ich sage, meine Damen und Herren, jetzt für Sie Hanni Maus Zwetschgendazi. Davon wird die auch nicht bekannt sein. Trotzdem, du sollst mich jetzt ansagen. Das wissen die in dem Stall hier genau. Darum schreiben sie auch keine Ansagen mehr, sondern diese dämlichen Doppelkonferenzen. Bitte proben. Guten Tag. Grüß Gott. Sie habe ich schon mal gesehen. Leicht möglich. Sie sind eine unübersehbare Persönlichkeit. 1,75 Meter. Aber wo? Da ist da. Na, ich meine, wo habe ich Sie schon mal gesehen? Vielleicht als Seeräuber-Jenny in der Dreigroschenoper. Ich gehe nicht ins Theater. Ballett. Ich bin Ballerina an der Münchner Oper. Ins Ballett gehe ich erst recht nicht. Tja, oder Sie haben meine Schallplatte gehört. Sind Sie die schauspielernde Tänzerin, die auch singen kann? Dann weiß ich, wo ich Sie gesehen habe. Na, endlich. Bei der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Wir haben schon zwei Sendungen miteinander gemacht. Mensch, Margot, warum hast du denn das nicht gleich gesagt? Ach, Horstchen, ich bin doch so bescheiden. So bescheuert? Och. Ich meine, diese Doppelkonferenz ist so bescheuert. Erst soll ich dich kennen, dann soll ich dich wieder nicht kennen und zum Schluss soll ich dich dann doch wieder kennen. Was ist? Rotlicht. Rotlicht? Wieso Rotlicht? Ah, die Kamera. Wieso Kamera? Meine Damen und Herren, für Sie, Margot Werner. Er sah mich bloß an und war sehr keck. Doch bekam ich bald meinen ersten Schreck. Schon am ersten Tag, mitten auf der Rambla, saßen wir und plötzlich war er weg. Er war ein Grande, doch er war sehr klein. Und zu seinem Pech trug der erste Schein. Denn sein Stuhl schien leer und da hat ein anderer sich auf ihn gesetzt. Gar nicht fein. Später sagt mein Don, das ist meine Mama. Sie war da doch wo? Wo war er? Sie war richtig nett, seine stolze Mama. Doch ihr Busen war viel zu schwer.
Grande. Doch er war sehr klein, dennoch ging sein Blick mir doch Mark und Bein. Gerade wenn er mich auf Distanz fixierte, dann den Anlauf nahm, alle neu. Es traf mich sein Kuss, leider nur am Nabel, und das war Blamage, macht Verdruss. Später sagt mein Grande, heute ist Corrida und ich bat umsonst, jetzt ist Schluss. Und dann stand er dort als Toreador. Ich fand das so toll, dass ich richtig froh, da das Riesenvieh vor in diese Fliege, das kam mir nun doch spanisch vor. Ja, er traf den Stier dort in der Arena, von unten in das Herz bis zum Knopf. Und der wilde Stier in der Arena fiel ganz plötzlich um. Er war ein Grande. Aber tot. Oh, der Kaffee schmeckt nach Spülwasser. Dann ist es sicher meiner, aber ich teile ja alles mit dir. Ich hätte nie gedacht, dass ich meinen Entehrer von damals so schnell finde und noch dazu bei meiner lieben Nichte. Ja, und dafür soll die Nichte auch fürstlich belohnt werden. Wenn ich meine Erbschaft antrete, dann ziehe ich nämlich hier aus und kaufe mich in ein feudales Altersheim an der Westfront ein. Dann seid ihr mich endlich los. Das wollt ihr schon seit 30 Jahren, oder? Aber Opa, das schiebt. Wahrheit! Ja, du hast ja recht. Ja, mein Liebster, ich habe mir das überlegt. Weil du ja sowieso bei deinen lieben Kindern lebst, halte ich es für vernünftiger, wenn ich mein Geld gleich meiner lieben Nichte vermache. Oder meint ihr nicht? Nein, 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 du hast ja recht. Darauf müssen wir anstoßen. Prost! 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 Jetzt müssen wir nur noch rauskriegen, wie viel sie hat. Ja, sagt euch die alte Schatheke nie, mir hat sie es auch nicht gesagt. Aber mir wird sie es sagen. Liebe Tante Marilyn, die Sache ist nämlich die, wir haben einander versprochen, dass heute hier ein jeder den anderen die reine Wahrheit sagen muss. Darum wäre es nur gerecht, wenn du das auch machen würdest, liebe Tante Marilyn. Aber natürlich, das ist doch selbstverständlich, dass auch ich dann die Wahrheit sage. Ja! Du brauchst auch gar nicht so zu schreien. Nein! Ich bin nämlich gar nicht schwerhörig. Ihr wolltet doch, dass ich die Wahrheit sage. Ja, sicher, liebe Tante. Aber würdest du uns auch sagen, wie viel Dollar du hast? Oh, Moment. Ja. 50, 60, 70, 73, 73 Dollar 80. Das ist alles, was ich habe. Und dafür habe ich in jungen Jahren meine Manneskraft vergeudet. Macht ja nichts. Der Dollar ist auch nicht das, was er früher war. Prost! So, dann können wir ja das Wahrheitsspiel zu Ende führen. Weißt du, was du bist? Eine widerliche, zerknitterte alte Schachtel. Oh, ich liebe das. Und weißt du auch, was du bist? Eine schlampige, dürre Ziege. Bravo! Jetzt wird's lustig. Oh, bei so einer Verwandtschaft blüht man richtig aus. Betrügst du, miserabler Schlappschwanz, eigentlich deine zickige Alte? Ob ich was? Ach so, du meinst, also weißt du eigentlich nicht... Die Wahrheit, Josef! Selten. Ich betrüge sie nur, wenn sie mich betrügt. Ah, und das nennt er selten. So ist richtig, mein Junge. Du Halunke, du betrügst mich also immer, wenn ich dich betrüge? Ja, mein Liebes. Das macht er einmal in der Woche, plus elfmal im Karneval, plus zweimal an Silvester, plus einmal am Muttertag.
plus 11% Mehrwertsteuer. Das ist sehr vernünftig von dir, mein Kind. Man soll den Männern möglichst oft Gelegenheit geben, sich zu rächen. Himmelkreuz von der Wetter, dieses Wahrheitsspiel soll der Teufel holen. Aber was habt ihr denn nur, meine lieben Kinderchen? Ich habe noch keine Familie erlebt, in der es so offen und herzlich zugeht wie bei euch. Und darum sollt ihr mein ganzes Vermögen erben. $73,80, das nenne ich einen Empfang. Wieso? Du hast mich doch vorhin bloß gefragt, wie viel Dollar ich habe. Und da habe ich wahrheitsgemäß geantwortet. Das andere habe ich doch in deutscher Mark angelegt. Und ihr sollt alles erben. Nein! Wenn ihr mir eins versprecht. Was heißt hier eines, liebe Tante? Wir versprechen dir alles. Okay, dann versprecht mir, dass ihr euch nicht nur heute, sondern von jetzt an immer, also immer nur die Wahrheit sagt. Und nichts als die Wahrheit. Wer? Wir? Uns? Liebe Tante Marilyn, das kannst du nicht von uns verlangen. Nein, da verzichten wir lieber. Genau, wir halten uns eisern an den Wahlspruch unserer Sippe. Lieber arm und glücklich als reich und ehrlich. Richtig, schließlich braucht der Mensch die Lüge wie sein täglich Brot, nicht? Nun sag uns doch, liebe Erbtante, wie viel verlieren wir denn durch unsere Lügerei? Ja, wie viel Flöhe hast du denn? Oh, in barer Mark 800.000. Och, die schwindeln uns auch woanders zusammen. Aufs Festgeld auf der Bank 1 Million. Na, bei den Bankpleiten ist das kein Verlust für uns. In Aktien 3,5 Millionen. Na, die Aktien fallen ja sowieso. Na, sag doch was. 3 Fabriken, 2 Flugzeuge und 18 Mietshäuser. Och, ich glaube, ich werde fromm. Ich auch. Dann noch etwas Schmuck, 2 Hotels und 3 Warenhäuser. Schluss jetzt, das ist doch glatte Erpressung. Aber merkt dir eins, Geld allein macht nicht ehrlich. Okay, dann sei halt ehrlich mir zuliebe. Na, dazu musst du noch einige Jährchen jünger sein, du olle Jolle. Ich bin jünger, als du denkst. Jetzt schwör mal schneller in meine Dunkel. Und sag ab jetzt immer die Wahrheit. Na klar, in diesem Zustand ist mir die Tante diese Sünde wert. Ich müsste lügen, wenn das nicht die Wahrheit ist. Aber merk dir, wenn du das erste Mal lügst, verlasse ich dich sofort mitsamt meinem Vermögen. Das sagen sie alle und dann bleiben sie ein Leben lang. Oh, ich nicht. Ich gehe sofort. Das will ich auch hoffen. Denn wie sagt schon der Dichter, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, nicht? Das muss gefeiert werden. Glauben Sie kein Wort, denn für mich ist das nicht die Tante Marilyn, sondern die Barbara Valentin. Aber solange sich das in diesem Scheißladen nicht rumspricht, handle ich nach dem Motto, Kavalier lügt, genießt und schweigt. Nochmal, ne? Die Höhe der weiblichen Absätze richtet sich danach, wohin die Frauen geküsst werden wollen. Ein besonders schönes Stück. Gefällt sie Ihnen? Prächtig, prächtig. Die nehme ich. Na dann, guten Appetit. Was soll der Blödsinn? Nehmen Sie das sofort zurück. Wenn Sie meinen, bitteschön. Und einmal zurück, bitte. Danke. Schließlich sind wir hier nicht bei Klimbim. Richtig. Dies ist eine ernsthafte Sendung. Unseriös, der Mann. Einfach unseriös. Im Bereich der Klimbim-Unterhaltung schwimmt man mit Panik und Lust zwischen Karlauern, Torten ins Gesicht, Boulevardkomödie und Klamotte. Die unterste Schublade der Klamotte ist, wenn jemand die Hosen runterlässt. Und dies ist zwar immer ein todsicherer Lacherfolg, aber Klimbim wird Ihnen beweisen, dass in dieser Sendung alles getan wird, um den Geschmack und die Hosen nicht unter die Gürtellinie rutschen zu lassen. Und diesen Beweis erbringt Ihnen jetzt Gunther Philipp. Glücklich soll sie werden. Moment, ach ja, da habe ich mir ja etwas vom Eros Versand kommen lassen. Erotisierender Raumspray-Erfüllung um 8, Anlaufzeit 15 Minuten. Oh, 1 Minute vor 8 spielt keine Rolle. Bei mir genügt zum Anheizen 1 Minute. So, ja. Ah, ja, da muss sie sich doch einfach hinlegen. Berauschend. Rita, Moment. Die linke Hand muss frei sein. Rita! Funktioniert vorzüglich, etwas zu trinken. Was haben wir da?
Einen langen Drink für Sie. Einen kurzen Drink für mich. Einen langen für Sie. Einen kurzen für mich. Das ist mein Potenzian. Da spring ich selbst die Zenzian. Und jetzt die Eiswürfelchen herbei. Die Würfel sind gefallen. Es ist soweit. Ja. Ah, Moment, da habe ich noch etwas vom Eros-Versand für die Eiswürfel. Hier, Instant Casanova. Ja, schwächt den Willen, stärkt die Lust. Das ist genau das Richtige für Sie. Und jetzt drauf, schwupp, schwupp, schwupp. So. Ah, das ist sie. Jetzt nicht nervös werden, mein Junge. 3 Sekunden warten lassen, das erhöht die Bereitschaft. 21, 22, 23. Ah, oh, ausgerechnet jetzt mein letzter Gürtel. Hallo, Liebling, willst du dich aufmachen oder soll ich die ganze Nacht hier stehen? Ja, eine Sekunde, mein Schatz, gleich bin ich soweit. Ah, Gott, ah, ja, dieses Telefon kann ein Leben retten. So. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ja, jetzt unten so nicht, warten Sie ab. Wieder. Sekunde, sofort! Ach ja, Vorhangschnur. Ja, das geht, ich komme! Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Also jetzt! Ciao, tschüss! Ja, Moment! Ich komme ja schon, geliebte Rita. Bin schon unterwegs. Bitte. Oh, das hat aber lange gedauert. Entschuldigung, war am Telefon, hing an der Strippe. Bitte. Danke. Oh, nett hast du es hier. Passt vor allem alles prima zusammen. Man hat den Geschmack. Oh, bin ich vielleicht kaputt heute. Der Kurs war verdammt anstrengend. Was denn für ein Kurs? Na, Karate. Nächste Woche krieg ich den gelben Gürtel. Ein Gürtel, wenn man bloß schon hätten. Also mit der rechten Hand kann ich sogar einen Kerl umlegen, aber mit der linken bringe ich nichts fertig. Ja, dann setze ich mich an deine linke. Bisschen warm hier. Ist das für mich? Ja. Ein bisschen Eis, ha? Hm? Eis. Gibt's noch was zu knabbern? Aber natürlich gibt's was zu knabbern. So, hier. Mein vorübergehender Krampf. Ja. Moment, Stimmungsbeleuchtung. Oh, bring ich gleich in Ordnung. Was ist, wenn du beide Hände nimmst? Kriegst du dann einen Schlag? Nein, ich nicht, aber du vielleicht. Also Elektrotechnik hast du auch nicht studiert. Aber mach doch ein bisschen Musik. Ja. Oh ja, gute Idee. Ja. Oh, ich liebe spanische Musik. Ich auch. Also bei spanischer Musik kann ich nicht widerstehen. Wenn du nicht stehen kannst, setz dich hin. Aber ich kann doch dieses spanische Zeug nicht. Ganz einfach, schau mich an. Requito como tú. Que no sabe ni la U. Un requito como tú. No sé más que tú. Komm, tanz mit. Un requito como tú. Jetzt gehe ich aber aufs Ganze, Rita. Aber Wilfried, du kriegst doch sowieso, was du willst. Warum hörst du denn auf? Weil ich schon habe, was ich wollte. Du schuss mein Gut! Was war das? Karate! Bei mir nicht! Das nächste Mal kaufe ich dir Hosenträger. Der Moor hat seine Schuldigkeit getan. Der Moor kann kaum noch gehen. Als Prinzessin auf der Erbse hatte ich mal die Erbse satt. Und ich ging aus meinem Bett raus. Schocking schrieb ein Käseblatt. Drauf besah ich mir die Gegend, kam zu einem großen Moor. Und dort hab ich dich
du bist ein König. Quak mir noch mal in mein Ohr. Wow, deine Lippen, die küssen so feucht. Da schlappert und blubbert, mein Herz wird ganz leicht. Wow, deine Lippen und noch einen Schmatz. Was bin ich ertrunken, so lieb ich dich, Schatz. König aller Pfützen, über Tümpel und Morast. Und krieg ich auch Rheumatismus? Ich bin Schlammbad-Enthusiast. Lass uns schwimmen und klimbimmen, solange es noch Sümpfe gibt. Fang mir bitte eine Fliege, das hab ich noch nicht geübt. Endlich darf ich mal versumpfen, drum bin ich in dich verliebt. Wow, deine Lippen, die küssen so feucht, da schlappert und blubbert, mein Herz wird ganz leicht. Wow, deine Lippen und noch einen Schmatz, fast bin ich ertrunken, so lieb ich dich, Schatz. Wow, deine Lippen, die küssen so feucht, da schlappert und blubbert, mein Herz wird ganz leicht. Wow, deine Lippen und noch einen Schmatz, schenk mir doch Fröschlein, du froschiger Schatz. Blondie, ich habe ein schönes neues Rätsel für dich. Ach, toll, Horst, die kann ich immer gebrauchen. Pass mal auf. Es ist nicht mein Bruder, es ist nicht meine Schwester und es ist doch ein Kind meiner Eltern. Wer ist das? Moment, nicht so schnell. Es ist nicht dein Bruder, es ist nicht deine Schwester und es ist doch ein Kind deiner Eltern? Keine Ahnung. Gibst du auf? Ja, gut. Ich bin das. Du, wieso? Nicht mein Bruder, nicht meine Schwester und doch ein Kind meiner Eltern. Das bin ich. Verstehst du? Ja, natürlich. Dankeschön, Horst. Damit schnappe ich jemand. Keine Ursache. Ciao. Ciao. Hallo, Wicher, du, ich habe ein schönes, tolles Rätsel, ja, für dich. Mal. Das wirst du niemals lösen. Also, es ist nicht mein Bruder, es ist nicht meine Schwester und es ist doch ein Kind meiner Eltern. Wer ist das? Das ist doch ganz einfach. Du bist es natürlich. Nein, falsch. Das ist der Horst. Ach, das ist doch dumm so. So kann man sich irren. Ich habe immer gedacht, er wäre so gescheit. Dann mache ich mir einen Schlitz ins Kleid und finde es wunderbar. Das war's mal wieder für heute. In 3 Wochen, am 3. Juni, machen wir zum letzten Mal Klimbim. Bis dann also. Wiedersehen. Netzer hat ja sonst die Nummer 10, aber unsere letzte Sendung, heute in 3 Wochen, ist nun mal die Nummer 12. Das Dutzend ist voll. Wir tragen Klimbim zu Grabe. Und wie wir eben erfahren, haben sich zu unserer fröhlichen Beerdigung folgende prominente Gäste angesagt. Also Günter Netzer, Dieter Hillebrand, Heidelinde Weiß, Barbara Valentin, Ivan Reproff, Hans Rosenthal, Willi Milovic, der Hasi Osterwald, Jetset und noch viele andere Superstars vom Film, Funk, Fernsehen, Sport und Politik. Und wenn Sie, meine Damen und Herren, auch noch kommen, wird's ein rauschendes Fest. Also nicht vergessen, am 3. Juni zum letzten Mal Klimbim. Tschüss.